Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Heute haben wir den zweiten Weihnachtsfeiertag. Zwei. Ja, und die letzten Tage habe ich echt nicht viel aufgenommen, weil wir haben echt nichts gemacht. Wir haben da gelegen, geschlafen. Und das war es eigentlich. Aber heute machen wir mal was, und zwar Essen. Wir machen uns richtig geiles Essen. Und haben uns einfach richtig Gewürze und alles gekauft. Hier gibt es einen Huhn mit Apfel am Arsch und so. Richtig lecker. Und das bereiten wir jetzt erstmal zu, ja? Das dauert jetzt nämlich noch ein bisschen, so ein paar Stunden. Also bei uns gibt es ja heute Huhn, und zwar 2,5 Kilo davon. Und den machen wir jetzt mal fertig. Und zwar in dieser Pfanne, in diesem Topf erstmal kochen, wenn das da so reinpasst. Scheiße, das passt niemals. Wir wissen nicht, wie wir unser scheiß Huhn machen sollen. So, hier haben wir jetzt das Huhn, und es ist ohne Eingeweide. Da. Der erste Schritt ist jetzt erstmal würzen. Wir fangen mal an mit Salz. Erstmal packen wir den Arsch, ein bisschen Salz. Ein bisschen unter die Achseln. So, die Paprika. Okay, machen wir doch erstmal so. Ein bisschen Paprika-Chicken, ne? Oh, ein bisschen viel Pfeffer. Ah, das passt schon. Okay, das sollte man vielleicht. Ich glaube auch, das ist besser nach. Apfel, Arsch. So, jetzt haben wir das da reingeschraubt. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir schneiden oder ob wir noch einen größeren Topf finden. Werden wir gleich mal sehen. Jetzt haben wir einen Topf gefunden, der groß genug ist. Da kommt jetzt erstmal ein bisschen Wasser rein. Und dann kochen wir das Huhn erstmal. Richtig geiles Weihnachtsessen. Richtig geil. Dazu gibt es nämlich noch Rotkohl. Und wie heißen die? Gnocchis da. Diese Gnocchi-Dinger. Und jetzt heißt es warten. Und das Warten heißt bei uns ein bisschen Internet. Jetzt sitzen wir hier und warten und gucken nebenbei Harry Potter und der Plastikpokal. Also totale Verblödung auf maximalem Level. So, jetzt haben wir schon mit dem Rotkohl angefangen. Und das Hühnchen ist jetzt auch auf jeden Fall durch. Das sieht schon so mega gut aus. Jetzt gibt es richtig geiles Essen. Einmal diese Bratäpfel mit der Soße, den Gnocchis, den Fleisch, Rotkohl, Soße und auch ein bisschen Brühe dazu. So, das war das Essen. Es war super lecker. Jetzt sind wir auch beide satt. Versuchen jetzt mal nicht zu sterben.